Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Wir spielen heute Riding Star 3. Das war ein Spiel, was mich in meiner Jugend sehr beeindruckt hat. Pferde sind toll für Frauen. Immer wieder schön. Mädchen und Pferde, das kennt man ja. Es gibt das schnelle Spiel, wo wir Dressurspringreiten und Cross-Country ausprobieren dürfen. Und es gibt die Karriere. Bei diesem Spiel könnte ich mir ein Let's Play ganz gut vorstellen im Karrieremodus. Aber heute zeige ich euch einen kleinen Einblick in, naja, den Schnellspiel-Dings. Naja, ich zeige euch immer einen Dressur, einen Springreit und einen Cross-Country-Kurs. Und wir fangen immer mit dem, also wir machen immer den obersten. So. Das ist ein ganz einfacher. In einer schönen kleinen Halle. Danke, Herr Kommentator. Eigentlich wollte ich das übernehmen. Naja. Was haben wir denn hier? Mittlerer Trab. Achso, mit der Tastatur muss, mit der Maus muss ich die Richtung angeben. Ich habe es schon ewig nicht mehr gezockt. Ich habe es gerade neu installiert, extra. Wir müssen auf jeden Fall auf dieser Richtung bleiben. Und wir kriegen oben immer in Grau angezeigt, was denn das nächste ist. Und zwar mit den normalen WASD-Tasten. Halt vor und zurück sind die Wechsel der... wie heißt der? Geschwindigkeit beziehungsweise der Laufart. Dann kommt wieder der mittlere Trab als nächstes. Das heißt, wir müssen dann unser schönes W drücken. Und wie gut wir auf der Bahn bleiben, entscheidet natürlich auch darüber, wie viele Punkte wir am Ende für diesen Abschnitt bekommen, der immer von diesen Leuchtdingern zum nächsten geht. Und jetzt haben wir den mittleren Galopp. Und ich weiß gar nicht, wie man da später unterscheidet, wenn man mal nicht den mittleren, sondern einen straffen oder langsamen Galopp hat. Das werden wir dann rausfinden, wenn wir mal ein Let's Play dazu machen sollten. Also ich ein Let's Play dazu mache oder ihr eins haben wollt und ich dann eins mache. Ich werde wahrscheinlich sowieso eins machen, mal gucken. Einfach um ein paar andere Genres abzudecken. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich irgendwann anfange, Bibi Blocksberg oder Wendy zu Let's Playen. Was prinzipiell kein Problem wäre, weil ich es natürlich hier rumliegen habe. Zumindest die Wendy-Spiele. Von Bibi Blocksberg habe ich keine Computerspiele. Da habe ich nur die Hörbücher, also die Kassetten. Ja, wer nicht weiß, was Kassetten sind, das ist so ein Teil, das konnte man früher in diese tragbaren Musikplayer einlegen. Das waren die Kassettenspieler. Besser gesagt noch, wer Geld hatte, Kassettenrekorder. Dass man aus dem Radio, wenn man ein eingebautes Radio da drinne hatte, dann direkt Musikstücke aus dem Radio auf die Kassette aufnehmen konnte. Und da konnte man schöne Mixtapes machen und das Ganze noch als ein großer Track, weil Kassette und Trackwahl war nicht damals. Und es war immer eine schöne Geschenkidee. Das war alles noch bevor dieses ganze Urheberrechtsgedöns angefangen hat. Und selbst heute darf man es noch machen. Als Privatkopie halt. Und wir haben den Dressurkurs abgeschlossen. Ja, aber wer hat heutzutage noch einen Kassettenrekorder mit Kassette und hört da Radio drauf? So, wir haben den ersten Platz erreicht. Wir haben zweimal nicht die volle Punktzahl bekommen. Wir haben 98,18%. Ja. Punkte Maximum 110. Bewertung 108. Und so weiter und so fort. Dann kommen wir jetzt zum Springreiten. Das ist das, was ich immer am schönsten finde. Wir gehen wieder nach Lehmbach. Ins schöne Lehmbach. Mit niedrigen Hindernissen. Ich kann schon mal so viel sagen, in der Karriere müssen die Pferde trainiert werden. Wir müssen ihre Fähigkeiten verbessern. Das ist auch sehr interessant und
Wirklich gut gemacht. Hier haben wir den schnellen Galopp. Der bringt uns leider nicht viel, wenn wir zu schnell sind. Nehmen wir den normalen Galopp, der reicht vollkommen aus. Und irgendwie... Das Doof ist, man bekommt halt nicht erklärt im Schnellspiel, mit welcher Taste man springt. Und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube fast, wir brauchen eine der Maustasten dafür. Ich glaube wirklich, wir müssen mit der Maustaste springen. Aber mit welcher? Und ist das wirklich so? Ich glaube schon. Sonst wäre die Maus ein bisschen leicht unterfordert mit den Richtungsangaben. Einfach nur. Versuchen wir mal mit der rechten Maustaste. Oh, was war das denn? Ah, okay. Wir können auch mit den Maustasten die Gangart, also links für vorwärts, rechts für langsam mehr. Huh? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, mit welcher Taste man springt. Wir gucken mal in die Option. Vielleicht gibt uns das Aufschluss darüber. Oh, mir ist gerade voll schwindelig. Steuerung. Ach, hier ist sie erklärt. Gangart höher und springen liegen beides auf der linken Maustaste. Oh, die WSA, die sind gar nicht so wirklich dafür gedacht. Na gut. Jetzt wissen wir es ja. Und endlich können wir den Kurs in Lehmbach bestreiten. Ich bin halt nicht besonders vorbereitet, aber das ist für einen Let's-Test, glaube ich, normal. Das Problem ist einfach nur, wer Teil 1 und 2 gespielt hat, beziehungsweise besonders nur Teil 1. Teil 2 war ja so ein bisschen untergegangen. Der ist es gewohnt, durchaus, mit der Leertaste zu springen. Und wenn das nicht vorher erklärt wird, dann macht man das halt als alter Hase dementsprechend falsch. Ja, jetzt war ich zu schnell. Ich sollte vielleicht den normalen Galopp nehmen. Und nicht hier so durchpreschen. Obwohl, hier geht's ja. Hier geht es. Links oben sehen wir den Puls des Pferdes. Der geht eigentlich nur hoch, wenn wir den schnellen Galopp benutzen. Ansonsten ist das Pferd eigentlich immer relativ gechillt. Und ich finde, es macht richtig Spaß, den Karrieremodus zu zocken. Mit dem ganzen Training und Stall sauber machen, putzen, füttern. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist nach jedem Training die Hufe auskratzen, und zwar alle vier. Wir haben einmal einen Fehler gemacht und deswegen sind wir nur auf den zweiten Platz gelandet. So kann es gehen. Dann das Cross Country. Wir spielen Klasse A. Ob das jetzt alle Kurse sind aus der Karriere oder ob in der Karriere noch einige auf uns warten, die wir im freien Spiel beziehungsweise, naja, ihr wisst, was ich sagen will, nicht spielen können. Das sehen wir dann. Wir haben auch eine Charaktererstellung im Karrieremodus. Also sollte es dazu ein Let's Play geben und würdet ihr ein Let's Play dazu haben wollen, sehen wir das dann alles noch. Es gibt viele Features, die im Schnellspiel einfach nicht rüberkommen. Und wir sehen den Puls des Pferdes steigen. Und jetzt können wir schon nicht mehr so schnell, wie wir gerne wollten, weil einfach der Puls des Pferdes zu hoch ist. Die Anstrengung ist zu groß. Und wer Riding Star 1 noch kennt, weiß, es war damals in 2D. Also
also so halb 2D, 3D. Und wurde noch mit den Pfeiltasten bzw. WSAD, glaube ich, ging auch, gesteuert und mit Leertaste gesprungen. Und es war aus der Vogelperspektive mehr oder weniger. Aber es war trotzdem toll. Es war sehr toll. Man konnte damals schon zwischen verschiedenen Pferden wählen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein anderes Let's Test, das gerade fertig gerendert hat. Ich bin so froh, dass mein Treiber-Downgrade alle Probleme beseitigt hat, die ich hatte in letzter Zeit. So, jetzt noch da drüber und da hinten ist auch schon das Ziel. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Let's Tests. Sagt mir, was ihr davon haltet, ob ihr ein Let's Play davon wollt. Ich weiß nicht, ich habe im Analytics mal geguckt. Ich habe ja hauptsächlich männliche Zuschauer, aber so ein, zwei Frauen haben sich auch drauf verirrt, was ich sehr schön finde, weil ich da so dann ein bisschen mich nicht so allein fühle. So als Zockermädchen und es ist halt immer die Sache, dass sich das Gerücht, dass Frauen keine Spiele spielen, keine Videospiele spielen, sich tapfer hält, aber es ist wirklich so, dass es relativ wenig gezockt wird von Frauen, beziehungsweise auch Frauen eher weniger nach Let's Plays suchen und dementsprechend auch das Publikum, die Verteilung des Publikums diesen Eindruck, dass Frauen wenig zocken, auch widerspiegelt. Aber ich muss dazu sagen, wir Frauen zocken halt andere Sachen oft. Wie zum Beispiel das hier. Ich meine, klar, Sims auch. Sims ist auch ein bisschen bekannter. Wenn Sims nicht so bekannt wäre und ist halt hauptsächlich an das weibliche Publikum gerichtet, dann würde es auch nicht groß auffallen, dass viele Frauen zocken. Aber es ist bei Sims nun mal so. Und ich kenne viele Männer, die sagen, sie wissen nicht, was Frauen an Sims so toll finden. Wiederum kenne ich einige Männer, die Sims gerne spielen. Und dass diese zwei Parteien noch nicht großartig aufeinander getroffen sind in der Diskussion oder so, finde ich irgendwie komisch, weil ich habe noch nicht wirklich, ich habe auch nicht gezielt nachgesucht, aber in keinem Forum kam so bis jetzt so das Gespräch auf, wenn einer gesagt hat, warum dass Frauen so gerne zocken und dass sich mal irgendwie ein Mann, der das gerne spielt, zu Wort gemeldet hätte. Na egal, das besprechen wir ein anderes Mal im passenden Let's Play dazu, und zwar in unserem Sims 3 Let's Play. Ich fange jetzt gerade ein bisschen an zu lispeln, weil ich gerade am Jogurette essen bin. Das ist die einzige Schokolade, die ich momentan essen kann, ohne dass ich gleich Zahnschmerzen davon bekomme. Ja, wir haben den ersten Platz belegt. So muss das sein. Also sagt mir, was ihr davon haltet und ich kann euch sagen, der Karrieremodus ist schon toll, wenn man Pferdefan ist. Also wer sollte es kein Let's Play dazu geben und ihr mögt Pferde, aber dann solltet ihr es auf jeden Fall selber mal zocken. Es ist schwer zu bekommen, ich weiß. Es ist sehr alt und es gibt's fast nirgendwo mehr. Also im Handel braucht ihr gar nicht mehr suchen. Da ist keine Chance, das zu kriegen im Geschäft. Guckt im Internet, ob ihr es da irgendwo findet. Ansonsten, ich habe auch ewig und drei Tage gebraucht, bis ich es hatte. Es ist wirklich schwer zu kriegen. Mit diesen Worten möchte ich mich dann von euch verabschieden. Ich drehe jetzt noch ein paar andere Sachen. Es wird ziemlich viel Abwechslung in nächster Zeit kommen, in Form von Let's Tests zu ganz verschiedenen Genren und so weiter. Ich versuche derweil noch Quake 3 zum Laufen zu bringen. Das möchte nicht so ganz, weil ich ein 64-Bit-System habe mit Windows 7. Da findet Quake 3 das irgendwie nicht so toll. Da wollte ich euch mal in einem Let's Test meine Lieblingsmap vorstellen. Und so ein bisschen in alten Zeiten schwelgen. Und es ist, glaube ich, auch mal ganz interessant zu sehen, wenn eine Frau einen Shooter spielt. Sollte Quake 3 nicht funktionieren, werde ich mir eine Alternativlösung einfallen lassen. Also, ihr könnt Vorschläge posten, welcher Shooter mal drankommen soll. Und bitte kein Counter-Strike. Bitte nicht.
Da bin ich auch so gesättigt von aus der Mittelstufe und der Oberstufe. Brauche ich nicht. Schreibt mir eure Shooter-Vorschläge. Ich werde mal gucken, ob mein PC das hinkriegt. Und ob mein Geldbeutel das hinkriegt, falls ich das noch nicht herumfliegen habe. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, schaut euch den Rest noch an, der schon da ist oder noch kommen wird. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Bis dann.